Ja, hallo. Und einen wunderschönen guten Morgen. Zumindest in-game. Geld haben wir ein bisschen. Und auch die Goldreserven. Oder die Goldreserven, ja, die ganz schön. Das Gold, was wir gefunden haben, ist jetzt erstmal noch überschaubar, ne? 181. Aber ich glaube, wir fangen heute an mit dem neuen. Ich glaube, das ist nicht so teuer. Von daher werden wir Gold noch mal eintauschen gehen. Ja? Und dann heute Nachmittag beginnen mit den Waschtisch und der Rinne mit Wasseranschluss. Ne? Okay. Licht. Ist naheliegend M. Ja, wir schauen mal. Also es sollte ja machbar sein. Ich glaube, ich fahre besser so. Also das Fahren ist ganz okay, das Einzige ist wirklich die Ladepausen immer, ne? Da habe ich den einen oder anderen YouTuber gesehen, der zumindest gesagt hat, es kann von der Engine kommen. Wieder nicht vom Fach, ich weiß es nicht. Ich bin nur Nutzer, ne? Oder nicht abgewogen, kann natürlich auch sein. So, wir hätten abbiegen müssen. Ja. Ja, da war dies Geschichte, ja, dafür kriegen wir jetzt auch kein Gold. Auch später mal, ne? Loading. Kann danach weiterfahren, ist okay, aber. Sollen ja hier eigentlich auch das Autofahren ist ja eigentlich nicht nur zusätzlich. Wir wollen ja hier Gold schürfen wie die Großen. Und da bin ich mal gespannt. Ich möchte gerne mal gucken, wobei noch haben wir keinen Bagger. Ich würde es dann mit einem Joypad versuchen. Nee, das ist auch. Das ist nämlich nicht der Rückwärtsgang, ist hier ganz nicht mit der Space, wie es im LS ist. Das habe ich so eingestellt. Wir müssen jetzt einmal hier entlang. Ich denke, dass das Geld reicht. Ich würde auch gleich den Magnetitabschalter holen. Könnte man schmelzen, kostet uns 600. Okay. Ja, bin mir sicher. Okay, jetzt haben wir 7000. Gucken, was er gleich sagt. Der Anhänger, glaube ich, würde ich jetzt noch nicht nehmen, oder? So, die Rinnen haben wir. Also ich habe immer noch nicht verstanden, für was man mehrere Matten braucht, weil man wäscht sie ja aus, ne? Verteiler für Wasserverteiler, ne? Den haben wir ein.
Erklärung brauchen wir nicht, wir sind alles vor Ort. Einmal Strom. Oder ist der? Der ist fertig. Hier von zwei. Da machen drei. So. Wir müssen uns erstmal die Generatoren angucken. Wir wollen jetzt einmal Wasser. Also den wollen wir einmal. Den einmal. Hier. Kleine Dieselwasserpumpe. Elektrisch. Aber der muss ja auch elektrisch angetrieben werden hier, ne? Beiden sogar. Dann könnten wir doch hier den Generator nehmen, dann nehmen wir die elektrische, ne? Oh, die kostet 1300, aber wir haben es ja, ne? Hinzufügen. Dann nehmen wir die und dann nehmen wir den mobilen Generator. Einmal. Dann brauchen wir die hier noch für Pumpen. Ja, hinzufügen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall drei Kabel. Hinzufügen. Eins von denen hinzufügen. Schläuche. Einmal den. Dreimal den. Nur eins, zwei, ich denke drei. Ja. Nee, eins, zwei. Doch dreimal. Okay. Und dann gibt es noch den Wasserfilter draußen oder irgendwo, ne? Verstärkte Gold, Nugget. Wasserfilter, was ist er da? Ne, nee. Kraftstofffilter, Wasserfilter. Ein. So, hinzufügen. Jetzt haben wir erstmal eigentlich alles, was wir bräuchten. Mal gucken, ob wir das uns leisten können. Ich glaube, es hat man, ne? Du hast nicht genug Geld. Okay, dann gehen wir erstmal Ausgang. Ist alles wieder raus. Ja, hier Eimer bräuchten wir noch, die kosten ja nichts. Dann haben wir es auf jeden Fall. Da können wir sogar noch einen Anhänger mitnehmen, ne? Wo wir es reinpacken. Na komm. Wir essen zeitig. 7 Uhr. Okay. Laufen auch direkt zur Bank. Voll glücklich, ne? Unzen. Kommt gleich wieder Auto. Ah, laufen tut gut. Nach dem ganzen Liegen. Kaufen. Jo.
Darum ist gemergelt. Jetzt müsste es gehen. Ich hoffe, es ist alles drin in der Kasse. Ja, zum Glück bestellen. So, jetzt geht's. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den Anhänger, den kleinen oder den großen, zwei, das ist der 800. So viel müssen wir nicht üben. Was war das? Zweimal. Hier steht alles, ne? Parat. Der Wasserfilter, den würde ich gerne von hier dran machen. Nicht verloren. Hier erstmal alles hin unten. Bestellen sie ihn, ist auch okay. Ja, man hätte auch mal runterfahren können, ein Stück, aber wäre jetzt so einfach. So. Jetzt sind ja die ganzen Sachen, die kleineren. Ich hätte gerne hier unten runterstellen. Vielleicht kommt was hin, lass uns mal gucken. Der Wasserverteiler. Der muss auch an Strom. Ne? Ich will erst noch mal Diesel holen fahren. Das machen wir, dann sind die voll. Machen wir den Rest hier ab. Wir müssen ja eh wieder hier dran vorbei. Alles, was diese braucht, ne? Der braucht Strom, der braucht Diesel. Da können wir den ja auch schon mitnehmen. Ist ja direkt erst einmal voll. Ich drücke über die Space für Richtungswechsel, ist auch falsch. Ich habe hier drei Kanister plus den. Das Fahrzeug ist voll. Da müssen wir jetzt nichts tun. Da, der Preis ist gut, ne? Gerade. So. Muss ich einmal hier sind. Oder doch ein paar
reingehen. So, okay, dann war das schon mal voll. Aber ihr ändert es ja auch gravierend jetzt schon mal. Wohin nochmal? Jetzt mache ich nämlich die Kanister. Können wir jetzt hier hoffentlich hinstellen. Schon ganz nice. So, jetzt hoffe ich, dass es hält. Und wenn wir irgendwas vermissen, dann wir fahren ja so. Safety first trotzdem, ne? Das Ding nicht einschalten. Ja, das Waschen machen wir aber alles oben am Platz, vielleicht sogar in der Nähe vom Feuer, ne? Dann haben wir schön warm. Jetzt sieht es gut aus, ne? Halt alles. Unsere Anhänger gespart, weil ich weiß nicht, was wir sonst noch an großen Mengen. Außer Diesel und so, aber dafür gibt es ja dann den Dieselanhänger. Später sogar den Container. Und daher würde ich sagen, alles gut, ne? Zumindest. Hier ist das Lager. Also hier muss aber erstmal nichts rein, glaube ich. Alles, was wir jetzt geholt haben, auch mehr.
hier einmal. Was hängt hier runter? Das ist einmal der Generator. Wird man schon fast hier hängen. Oder hier? Was ist das? Die nee, elektrische Wasserpumpe. Hier so hinstellen. Ne? Okay. Der muss drauf. Nicht der letzte Umbau sein hier. Der ist auch voll. Kann ich rein dahin so. So. Einmal dahin. Eins. Dann haben wir hier ist so Wasserverteilung. Ne? Ja. Das heißt, da müssen wir schon einmal drehen. Ach, da hätte ich noch einen dicken gebrauchten Schlauch. Ne? Einen dicken, um aus das Wasser rauszuholen. Wir gucken erstmal, vielleicht passt es auch, aber vielleicht habe ich mich wirklich. Ne? Da sieht schon sehr danach aus, dass ich nochmal los muss. Tiefer, ne? Okay. Müssen wir noch so einen roten Schlauch holen. Wir können ja erst mal anfangen. Was ist denn das hier noch? Würde ich dann gerne hier hinpacken, oder? Ne, war schon dahinter besser. Dann geht's da in. Ist echt umgeschmissen. Dann geht es hier viermal raus. Ist gut. Okay, das können wir holen. Viermal raus, das heißt, dreimal haben wir ja auf jeden Fall. Einmal hier. Den angeschlossen. Den anschließen. Zack, zack, zack. Ja. Einen davon. Dann müssen wir auch, obwohl wir noch mehr brauchen. Ne? Dass wir noch fünf mehr fahren. Schläuche passen. Jetzt nur noch Kabel gucken. Der hat einen Ausgang nur, okay. Das heißt, wir brauchen ja auch einen Stromverteiler, ne? Okay.
Okay, das hätten wir gut, dass wir noch geguckt haben. Aber auf jeden Fall. Also ein Starkstromkabel, eins von den Schläuchen. Erstmal hier hin. Drei Kabel haben wir ja. Und da geht leider nur einer rein, deswegen. Okay, also Stromverteilung brauchen wir noch. Und einen von den Bodenschläuchen. Und direkt dann. Weil können wir ja eh nicht groß arbeiten. Das Geld haben wir auf jeden Fall Sträuche. Vielleicht legen wir uns auch welche einfach hier ins Regen. Die brauchen schon öfter. Solche kosten jetzt nicht die Welt. Ins Lager rein, ne? Und in die Ecke fahren, nicht vergessen. Wir sind bei 26 Minuten. Ich hole euch wieder ab in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.